Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, wie ihr wahrscheinlich hören könnt. Ich bin immer noch erkältet, ich will auch nur ganz kurz ein Intro zu diesem Video machen, denn ursprünglich habe ich das Video im Januar schon bei Intel gemacht und es hat sich im Nachhinein ein bisschen was geändert, was das NDA betrifft, das heißt, wann wir was veröffentlichen dürfen. Dazu komme ich auch im Video nochmal. Ursprünglich war es so, dass man erst heute Stockdaten von der CPU veröffentlichen darf. Also es geht um die 56-Kern Sapphire Rapids CPU. Und eigentlich war es offiziell nicht erlaubt, heute Overclocking-Ergebnisse zu präsentieren. Ich habe mich dann beschwert, Intel hat sich das Feedback zu Herzen genommen und deswegen dürfen wir das heute tatsächlich. Und deswegen ist auch die ein oder andere Aussage in dem Video dann dementsprechend zu betrachten, weil das eben in der Vergangenheit getroffen wurde. Und weil ich so erkältet bin, dürft ihr euch jetzt die Werbung von Cora anhören. Dieses Video wird euch präsentiert von Hetzner. Wenn ihr keine 56 Kerne, aber dennoch einen sehr starken Dedicated Root Server sucht, dann seid ihr bei Hetzner mit dem AX41 NVMe an der richtigen Adresse. Ryzen 5 3600, zwei 512 GB NVMe SSDs und 64 GB RAM bieten eine sehr solide Basis für eine Vielzahl an Workloads und das für nur 44,39 € im Monat inklusive Mehrwertsteuer. Mehr Informationen findet ihr im Link in der Beschreibung. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir sind wieder im Intel Overclocking Lab, wo wir ja schon, ich sag mal, im Januar waren. Jetzt dürfen wir das Video endlich zeigen. Es geht heute um dieses Board. Es ist eine neue Plattform, Sapphire Rapids, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich freue mich besonders, weil wir das zu Projekt Unvernunft 2.0 machen werden. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt hier war. Das Video darf ich jetzt erst zeigen, weil jetzt erst die CPUs gelauncht werden. Und wir schauen uns gleich noch dieses Board, natürlich auch die CPU genauer an, aber ich kann schon mal spoilern. Es ist, sage ich mal, Alder Lake basierend, aber mit 56 Kernen. Und was wir da gleich sehen werden an Performance und auch an Leistungsaufnahme und allem, ist komplett krank. Hier haben wir jetzt das laufende Setup und zwar mit der 56-Kern-CPU, allerdings unter einer I/O. Kann nach hinten nicht so viel zeigen, aber da seht ihr 360er I/O, wo das rangeht. Das ist, soweit ich weiß, eine Cooler Master I/O. Die wird es, glaube ich, dann auch zu kaufen geben. Und man muss sagen, dafür, dass die CPU einfach eine wirklich krasse Abwärme hat, also sie ist ja geratet bei Base 350 Watt. Und wir werden das Ganze hier übertakten und soweit ich weiß, sind wir auch die Einzigen, die zu diesem Zeitpunkt das zeigen dürfen, dass man so eine CPU übertakten kann und was da auch, ich sag mal, an Performance bei rumkommt. Wir sehen hier, wir haben Octa-Channel RAM drauf. Das sind RDIMM ECC und hier unter dem Lüfter, vorsichtig weg, sehen wir die Spannungsversorgung und die möchte ich einfach mal kurz highlighten, weil wenn wir uns gleich anschauen, wie stark die Leistungsaufnahme unter Last ist bei dieser CPU, dann ist es absolut beeindruckend, dass dieses, sage ich mal, Referenzboard, was die hier benutzen zum Testen, da wirklich sehr, sehr gut klarkommt mit dieser Leistungsaufnahme und den Temperaturen. Leistungsaufnahme können wir hier gleich messen. Seht ihr auch schon mal im Idle, sind wir hier bei 364 Watt. Das ist aber gemessen, sage ich mal, nach dem Netzteil. Und man muss dazu sagen, die CPU ist gerade manuell übertaktet. Sapphire Rapids CPUs gibt es grundsätzlich mal in zwei verschiedenen Versionen. Und zwar gibt es erstmal die CPU-Version mit bis zu 24 Kernen. Das ist dieses Teil hier, das ist trotzdem ziemlich groß. Die größte Version davon ist der W7-2495X. W7 ist erstmal die Xeon-Abkürzung, dann 24, also die 2 steht dafür, dass es die kleinere CPU ist. Interessant daran ist, dass diese CPU monolithisch ist. Das heißt, sie hat einen Chip nur drin. Die 4 dahinter steht für vierte Generation, Intel, Scalable, Xeon, was auch immer. Und dann 95 dann für die höchste CPU, das wäre dann eine 24-Kern-CPU mit Turbo-Takt bei 2 Kernen von 4,8 GHz. Und dann gibt es eben die größere Version, das ist dann der W9, das ist dann der 3495X34, also auch da die 3, dafür, dass es, sag mal, die High-Core-Count-CPU ist, Extreme-Core-Count. Dann die 4 wieder für Intel Scalable, die vierte Generation, 95X, dafür, dass es die größte Version ist, X immer, dafür, dass es übertaktbar ist, was ich natürlich tendenziell das Geilste daran finde. Also das ist ja wie der 3175X, der bei mir in dem Projekt Unvernunft gerade schlummert und deswegen habe ich darauf gewartet, dass es diese CPUs endlich mal auf dem Markt gibt, dass wir quasi auch mal Nachfolger von Projekt Unvernunft bauen können, was wir natürlich machen werden.
Was auch interessant ist, als ich mir dann das angeschaut habe, die CPU hier, die ich in der Hand halte, die hat einen MSRP von $6,000. Das muss man sich natürlich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, gerade wenn man dann weiß, okay, dann mit Mehrwertsteuer und Euro und so weiter landen wir irgendwo, keine Ahnung, 6.500, 7.000 Euro für eine CPU. Dann natürlich die Boards werden nicht günstig sein mit Sicherheit. Dann RAM ist natürlich ein ganz großes Thema. Es ist RDIMM ECC und dementsprechend, ihr habt Octa-Channel, das heißt, ihr braucht 8 Sticks, habt dann zum Beispiel 192 GB. Es ist natürlich einfach krass. Die ganze Plattform ist halt aus meiner Sicht komplett gestört, weil ihr habt ja hier drauf Alder Lake P-Cores. Das heißt, was ihr in einem 12900K drin habt, wo ihr zum Beispiel 8 P-Cores drin habt, es ist eine ziemlich schnelle CPU. Davon hat man hier halt 56 Stück. Und ich persönlich freue mich sehr drauf, da mit euch dann zusammen letztendlich mal ein System draus zu bauen. Aber wie die Leistung ist, würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal eben an. Hier haben wir Kirk von Intel und der wird heute für uns den Benchmark machen. Denn auch wenn ich hier filmen darf, rein rechtlich und technisch gesehen, werde ich den Benchmark gar nicht selber machen, sondern das ist eine reine Intel-Geschichte. Und hier haben wir jetzt den 3495X, denn zum aktuellen Zeitpunkt darf man eigentlich noch gar keine Overclocking-Ergebnisse zeigen. Aber da ich es ja nicht mache, sondern Intel offiziell, ist es auch kein Problem. Wie ihr sehen könnt, alle der 56 Kerne laufen gerade bei 4,2 GHz. Wie ich vorhin schon gesagt habe, von der RAM-Geschwindigkeit sind wir hier bei 5600 Megatransfers und bei 192 GB RAM. Und wir machen jetzt einfach mal kurz einen Geekbench 5 Multithreading Benchmark. Am Anfang läuft der Benchmark erstmal nur single-threaded, da passiert erstmal nicht so viel, gerade was die Leistungsaufnahme betrifft. Jetzt geht es allerdings in die richtige Richtung. Vorhin haben wir sogar über 1000 Watt gesehen. Und da hatten wir ganz kurz 1100 Watt. Der aktuelle Rekord liegt übrigens bei einem Threadripper 5995WX bei 5,35 GHz mit 48.000 Punkten. Und hier haben wir jetzt 54.000 Punkte im Geekbench 5. Übertaktet wurde das Ganze mit Intel XTU. Das geht auch mit dem 56-Kerner. Und da wollte ich euch einfach mal ganz kurz zeigen, was denn die Einstellungen waren. Also generell wurde jetzt erstmal nicht viel gemacht, bis auf dass das Stromlimit bei, sag ich mal, unlimited ist, also 1024 Ampere. Und was ich sehr beeindruckend finde, die Kernspannung war gerade mal bei 1 Volt. Und dadurch lief die CPU eben bei 4,2 GHz auf allen von den 56-Kernen, wie ihr sehen könnt, bei nur 1 Volt. Und da muss man sich dann mal überlegen, die CPU zieht da einfach teilweise über 1000 Watt bei 4,2 GHz und 1 Volt. Das heißt, könnt ihr euch vorstellen, wenn man das dann vielleicht auf 1,1, 1,2 Volt macht, was ja für eine Desktop-CPU sehr, sehr wenig ist, dann ist es trotzdem krass, was da am Ende dann, sag ich mal, an Leistungsaufnahme bei rauskommt. Und hier sieht man das nochmal, was ich auch sehr interessant finde. Hier seht ihr zum Beispiel den Stern dran bei den P-Cores, das heißt, hier könnte man jetzt identifizieren, welcher von diesen Kernen sich vielleicht ein bisschen höher takten lässt. Denn natürlich lässt sich so eine CPU weitaus höher takten als 4,2 GHz. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt noch mehr zeigen können, noch höher, vielleicht auch noch einen anderen Benchmark. Ich werde da gleich mal versuchen, noch ein bisschen was rauszuhandeln. Bei der Leistung, die wir uns gerade angeschaut haben mit Geekbench 5, sei natürlich dazu gesagt, dass jetzt gerade zum Zeitpunkt, wo wir das Video drehen, es ist sehr limitiert, was wir an Benchmarks zeigen dürfen, denn eigentlich zum heutigen Zeitpunkt ist es so, dass wir keine, zumindest mal wenn wir dem NDA folgen, wir dürfen keine Benchmarks zeigen der CPU im übertakteten Zustand, was erstmal grundsätzlich irgendwie ein ganz komisches Ding ist. Also das NDA ist wieder irgendwie in drei verschiedene Stages aufgebaut. Ich habe dann, als ich das gehört habe hier, ich habe mich direkt wieder beschwert, weil ich gesagt habe, so irgendwie macht nicht wirklich viel Sinn. Es ist okay, dass man eine Woche hat zwischen man stellt das Produkt vor, dann zum Performance-NDA, aber dann das Performance-NDA aufzuteilen in keine Overclocking-Benchmarks. In Overclocking-Benchmarks, keine Ahnung, finde ich extrem weird, aber wir durften immerhin mal den Geekbench zeigen und dass man die CPU, ich sag mal, auf dem relativ limitierenden Board auf 4,2 GHz takten kann, das ist schon ziemlich cool und das auch mit nur einer AIO. Das bedeutet, ich denke,
vernünftiges Board, dann entsprechend krasse Spannungswandler, entsprechend ein Wasserblock, Custom-Wasserkühlung mit einer guten Radiatorfläche, bin ich mir sicher, dass man da, keine Ahnung, easy 4,6, 4,8 GHz machen kann. Natürlich, man hat dann da entsprechend 1500 Watt, 1700 Watt Leistungsaufnahme. Das heißt, man braucht erstmal ein Netzteil, was das handeln kann. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man das Ganze dann vielleicht mit einer 4090 paart, dann seid ihr bei über 2000 Watt Leistungsaufnahme. Das heißt, das ist dann wieder ein Dual-PSU-Thema. Also das ganze Thema wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Das Board für die Plattform, das wir uns hier heute anschauen, wird wieder RVP, also RVP genannt, Reference Validation Platform. Und es ist eben kein Retail-Board. Also es wird so logischerweise nie zu kaufen geben. Das ist wieder dafür gedacht, dass die hier einfach alles testen können, ob die CPU richtig funktioniert, ob alle Features da sind, die man erwarten würde, ob eben alles funktioniert, also keine Ahnung, Hyperthreading, Enable, Disable, solche Sachen, die werden hier einfach einzeln getestet. Deswegen spielt es zum Beispiel auch keine große Rolle, dass die Spannungswandler jetzt, ich sag mal, etwas unterdimensioniert sind dafür, was die CPU gerade mal im übertakteten Zustand rein theoretisch an Leistungsaufnahme ziehen kann. Auch hier wieder, das haben wir im letzten Video schon gesehen, hier aus dem Intel Overclocking Lab, kann man eben den Chipsatz tauschen. Auch das gibt es auf jedem dieser Boards hier. Und was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass im Normalbetrieb, also wenn man jetzt nicht übertaktet, dann passen die Spannungswandler natürlich. Und wir werden das auch gleich sehen, wenn wir das mal leicht übertaktet laufen lassen, dann selbst dafür ist das ausreichend, fand ich sehr, sehr interessant. Ansonsten haben wir den Sockel 4677 und dementsprechend 4677 Pins. Das ist auf jeden Fall was, wo ich keine CPU reindroppen möchte. Was hier natürlich erwähnt sein sollte, ist, dass es sehr ähnlich zu dem vorherigen Sockel ist, vorheriger Workstation-Sockel. Das heißt, auch hier gibt es keinen ILM oder sowas, womit man die CPU befestigt, sondern normalerweise passiert das rein durch den Anpressdruck des Kühlers. Was ich persönlich jetzt nicht so geil finde, aber es funktioniert auf jeden Fall relativ gut von dem, was ich hier gesehen habe. Und wie ihr sehen könnt, man hat natürlich eine große Anzahl an RAM-Slots, also wir haben ja Octa-Channel bei diesen CPUs. Dementsprechend kann man 8 RAM-Module gleichzeitig an die CPU anbinden, zumindest an den großen. An die kleine CPU kann man weniger RAM-Kanäle anbinden, beziehungsweise RAM-Sticks. Hier unten noch ein bisschen interessant der Bereich von den Stromanschlüssen. Also wir haben hier einen ganz normalen ATX, wir haben zweimal EPS, die verwendet werden müssen, also die zwei EPS. Und 24 Pin reicht aus, um die CPU mit Spannung zu versorgen. Und der Rest hier, das ist einfach nur dann Versorgung rein theoretisch für die PCI Express-Slots, weil die große CPU hat 112 PCI Express-Lanes, PCI Express 5.0. Und die wollen rein theoretisch auch mit Strom versorgt werden, deswegen gibt es diese zusätzlichen Anschlüsse hier, die zumindest mal hier im Lab fast gar nicht verwendet werden. Wieder zurück in mein Studio in Deutschland. Da ein bisschen Zeit vergangen ist, konnte ich mittlerweile auch eine Plattform selber organisieren, die ihr hier sehen könnt, inklusive CPU und auch RAM. Das war alles ein bisschen eine Challenge, weil wir haben ja hier DDR5 RDIMM RAM und der ist auch nicht so ganz teuer. Ich habe mir 4 Sticks gekauft mit 4800 und dann kam G-Skill um die Ecke und hat mir nochmal ein ganz anderes RAM-Kit geschickt. Das schauen wir uns gleich an. Ansonsten ist das hier mein Testboard, das ich von Asus bekommen habe. Auch sehr interessant. Der Codename, der interne, ist Tannenbaum. Fand ich ganz witzig. Und ich werde jetzt gleich den RAM auf jeden Fall wechseln, weil ich hatte jetzt auch nur 2 RAM-Riegel drin. Das Board unterstützt auch Octa-Channel und wir wollen natürlich auch alle 8 Kanäle verwenden. Ich drehe diesen Teil jetzt gerade am Mittwoch. Also das Video geht jetzt ja gleich online und ich mache das wirklich last minute vorher, weil die Teile jetzt eben sehr, sehr kurzfristig bei mir eingetroffen sind. Wir werden jetzt kein detailliertes Review und Performance mehr dazu machen, aber ein bisschen was können wir uns vielleicht noch kurz anschauen. Deswegen jetzt erstmal kurz noch den RAM umbauen. Natürlich erfüllen diese Sticks von Micron auch ihren Job, aber mit 4800 sind die nicht besonders schnell. Und was mich wirklich überrascht hat, haltet euch fest, es gibt DDR5 RDIMM ECC mit XMP. Das ist ja auch was ganz Verrücktes. Das sind einfach 6400 C32 ECC-Module. Also das ist auch schon wieder ziemlich geil, was so eine Plattform hervorbringt. Denn vorher habe ich sowas noch nie gesehen. Und da geht auch ein großes Dankeschön an G-Skill raus, die mir so schnell dieses Kit hier geschickt haben, das mit Sicherheit auch nicht ganz günstig ist. Deswegen vielen, vielen Dank. Und die werde ich jetzt einfach mal schnell einbauen.
RAM-Riegel sind installiert. Ich habe den CPU-Kühler vorher schon drauf gemacht. Auch hier ein Dankeschön an Noctua, die mir freundlicherweise diesen NHU14S zur Verfügung gestellt haben. Denn das ist aktuell mein einziger Kühler, den ich habe für den Sockel 4677. Ich warte aktuell noch auf einen Wasserkühler. Klar, mit so einem Luftkühler kann man jetzt keine 1300 Watt abführen, die wir vorhin mal Peak gesehen haben. Aber für Stock und alles wird es auf jeden Fall gut ausreichen, dass wir gleich nochmal vielleicht einen kleinen Cinebench-Run machen können. Da die Plattform mir einiges an Saft zieht, sind auch die Spannungswandler relativ interessant, die da drunter sind. Das sparen wir uns für ein weiteres Video dann auf. Aber auch die Tatsache, dass man rein theoretisch bei diesem Board direkt zwei Netzteile verwenden kann. Wenn man nur eins verwendet, dann den unteren 24-Pin verwenden und die oberen EPS-Anschlüsse. Wir haben hier 16 GB Module, dementsprechend wurden hier auch 128 GB an RAM erkannt. Die laufen jetzt Stock erstmal bei 4000 MHz. Wenn man das BIOS sieht, weiß man auf jeden Fall, alles klar, ich bin im Workstation-Bereich angekommen. Aber es gibt trotzdem einen AI-Tweaker und ich werde jetzt einfach mal schauen, ob wir hier dieses XMP-Profil geladen bekommen oder ob das nicht funktioniert. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Der RAM wird bei mir in CPU-Z nicht ganz erkannt, aber wir sehen hier auf jeden Fall, dass die Latenz passt, 32. Und wenn wir dann Hardware-Info checken, da steht hier auch 3200, was dann entsprechend 6400 Megatransfers ist. Und dementsprechend krass, hat direkt funktioniert, also ohne Probleme. Ich möchte es noch kurz in den Cinebench R23 probieren. Ich muss aber auch sagen, ich hätte auf jeden Fall ein neues Windows installieren sollen. Hatte ich jetzt einfach nicht mehr die Zeit zu, weil sich das auch schon echt komisch verhält. Also ich weiß nicht, ob mein Windows da ein Problem hat oder was da genau los ist, aber es ist alles so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen langsam. Ich weiß nicht genau, was da das Problem ist. Ihr seht, ich drücke Start und es dauert jetzt halt einfach irgendwie auch ein bisschen, bis es den Benchmark startet. Was hier relativ interessant ist, ist, wenn man sich dann die CPU-Leistungsaufnahme anschaut, die natürlich auch ein bisschen verzögert dargestellt wird. Das heißt, wir hatten hier mal kurz 511 Watt Leistungsaufnahme und da sich das Windows ein bisschen komisch verhält und auch hier die Sachen im Hintergrund offen sind, deswegen ist wahrscheinlich der Score niedriger, als er sein sollte. Zumindest mal hätte ich ein bisschen mehr erwartet als die 65.000 Punkte. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Stock ist. Und wir schauen uns mal an, was denn die Kerne machen, während der Benchmark läuft. Und da sehen wir, wir haben auch nur einen Takt von 2,9 GHz hier auf allen von den 56 Kernen. Wenn man das dann wieder betrachtet, dann ist das eigentlich schon echt eine ordentliche Performance. Und ja, ich wünsche, ich hätte jetzt natürlich einen Wasserkühler, mit dem wir ein bisschen mehr raussqueezen können, weil hier mit 500 Watt Leistungsaufnahme mit dem Luftkühler, da werden wir halt relativ schnell am Limit sein. Und deswegen ist das jetzt erstmal so eine kleine Ausgangssituation. Ich werde mich mehr damit beschäftigen, werde jetzt gleich nochmal ein neues Windows aufsetzen. Und dann werden wir uns dieser Plattform nochmal viel, viel mehr im Detail widmen. Ich freue mich trotzdem sehr, dass es diese Plattform jetzt endlich gibt. Es hat ja sehr, sehr lange gedauert, dass Sapphire Rapids auf den Markt kommt und dass man auch jetzt wieder eine HEDT-Plattform hat. Finde ich einfach sehr, sehr geil. Wenn ich wieder vollständig gesund bin, dann werde ich mich auch ein bisschen mehr damit beschäftigen, dass wir auch ein paar bessere, verständliche Ergebnisse haben, ein bisschen mehr testen können, natürlich auch Overclocking. Denn was sehr interessant ist, diese CPU, die ist anders als der 12900K Fiber-basiert. Das heißt, die CPU hat integrierte Spannungswandler und das hat der 12900K ja nicht. Das bedeutet aber auch, wir können jeden einzelnen Kern einzeln takten und auch jedem einzelnen Kern eine einzelne Spannung zuweisen. Das heißt, man kann sich da bei 56 Kernen ganz schön austoben. Also das wird auf jeden Fall sehr viel Spielraum für die Zukunft bieten. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.